Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei der FXWeb Wertpapier Handelsbank. Mein Name ist Andreas Weiß. Herzlich willkommen bei uns beim heutigen Webinar, auch im Namen von CapTrader. Heutiges Webinar wieder gemeinsam mit Trading Stars. Thema ist Theorie also Theorie markttechnische Entries. Ja, und ich freue mich, dass wir heute wieder Tristan Budach am Start haben, der Ihnen heute alle Fragen rund um die Markttechnik beantworten kann, beziehungsweise das heutige Webinar hält. Ja, viele Grüße nach München. Tristan, du kannst mich hören, hoffe ich. Ja, von mir aus können wir gerne direkt loslegen. Habe dich Ja, jetzt als Moderator ernannt, das heißt, so, du jetzt dürftest sollte mich den jetzt Bildschirm. auch den Bildschirm übertragen können. Sehr gut. Dann auch nochmal von mir Frage: Seht ihr jetzt meinen Bildschirm? Müsste die Homepage von Trading Stars zu sehen sein. Ich Ich sehe sehe, alles ja, und ich höre dann dich auch passt sehr das. gut. Vielen Dank. So, Rolf schreibt, der Ton ist etwas leise. Ich drehe gerade mal an meinem Regler. Okay. So, dann wollen wir gleich auch mal durchstarten. Also ein herzliches Willkommen von mir aus München. Ich bin Tristan Budach und bin der Markttechniker bei Trading Stars. Und wir wollen heute am Donnerstagabend uns einmal die Thematik der Einstiegsmöglichkeiten in den Markt nach der Markttechnik anschauen. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei drum herum reden, weil wir haben doch ein bisschen was vor uns und steigen einfach gleich mal ein. Ich werde kurz nochmal auf die Trends eingehen, damit wir wissen, worum es geht. Dann den Einstieg am P2, dann gehen wir auf Umkehrstäbe, Long, Short ein und natürlich die Königsdisziplin, die fachliche Unschärfe schauen wir uns auch an. Ja, das Wichtigste in der Markttechnik für die Einstiegssignale waren natürlich die Trends, die wir im letzten Webinar behandelt haben, zwar der Aufwärtstrend mit immer steigenden Hochs und steigenden Tiefpunkten. Einfach Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Die Hochpunkte im Aufwärtstrend waren ja mit Punkt 2 gekennzeichnet, die Tiefpunkte immer mit einem Punkt 3 und ein nicht bestätigter Punkt bei uns immer mit einem großen Fragezeichen. So, alles einmal raus. Dann gibt es noch den Abwärtstrend. Gleiche Logik, nur einmal andersrum. Immer eine Abwärtsbewegung, Korrektur, eine Bewegung nach unten, Korrektur und eine neue Bewegung. Hier werden die Tiefs mit den Zweiern benannt, unbestätigte Punkte mit Fragezeichen und die tieferen Hochpunkte immer mit einer 3. Das war kurze Einführung nochmal in die Trends. Auf was ich noch kurz eingehen will, weil sonst macht das Entry-Signal für uns keinen Sinn. Und zwar müssen wir uns an ein gewisses Muster halten oder den Fahrplan im Chart. Und wir haben gelernt, es gibt die relativen Trendebenen und es gibt die absoluten Trendebenen. Und die absoluten Trendebenen sind sehr wichtig, um überhaupt die Möglichkeit eines Einstieges zu bekommen. Und zwar gibt es in dem absoluten Trendmodell drei Ebenen. Und zwar gibt es den absoluten großen Trend. Den zeichne ich jetzt mal gelb ein, schematisch. Dann haben wir den absoluten mittleren Trend. Das bedeutet, jeder einzelne Arm des absoluten großen Trends, hier gelb, ist in einer tieferen Ebene ein absolut mittlerer Trend und erfolgt trendartig. Ich zeichne das jetzt hier mal ein, dass Sie das sehen. So,
Das, was ich gerade blau eingezeichnet habe, ist der mittlere absolute Trend. Daran ändert sich nichts. Diese Struktur wird immer gleich bleiben. Und der mittlere absolute Trend ist für uns immer die Großwetterlage. Das ist die Ebene, die uns angibt, in welche Richtung wir traden wollen. Und in der Großwetterlage ist die gleiche Logik wieder, dass jeder Bewegungsarm oder Korrekturarm im Idealfall trendartig verlaufen soll. Zwar zeichne ich das gerade ein. Hier innen liegend haben wir wieder einen trendigen Verlauf in einer tieferen Ebene. Und so baut sich das alles zusammen und wir können anhand diesen Modells eine taktische Entscheidung treffen, wie wir wo einsteigen sollen. Jetzt ist allerdings die Frage, eben habe ich gesagt, am P2, am Umkehrstab oder fachliche Unschärfe. Wir behalten jetzt einfach dieses Schema im Kopf. Ich werde immer sagen, absolute Trendebene groß, mittel oder unsere Signalebene hier in dem Bild grün. Und mit der Zeit werden wir das uns dann einprägen, weil das ist sehr essentiell, dass wir da einfach klarkommen und immer das Gleiche reden. So, dann kommen wir auch schon gleich zu dem Punkt Entry am P2. Das ist im Endeffekt die einfachste Art, um in den Markt einzusteigen. Und zwar versucht der Trader an dem Punkt, den wir hier grün markiert haben, quasi hier an der Stelle, versucht der Trader einen neu entstehenden Trend zu handeln. Das ist der Punkt, an dem der Trend das erste Mal bestätigt wurde und wir haben hier über diesen möglichen Punkt 2 legen wir quasi unsere Buy-Stop-Order in den Markt und wenn der Markt hier durchläuft, wird diese ausgeführt und unsere Stops liegen hier unten oder noch weiter unten, je nachdem wie unser Risikolevel ist. Und je nachdem wie weit ein Trend läuft oder wie man eine Position ausbauen möchte, quasi pyramidisieren will, kann man über jeden Punkt 2 nach einem festgelegten Risikomanagement die Position wieder ausbauen. Also quasi immer Stücke hinzufügen. Allerdings muss man sich im Klaren sein, dass man dann einen Durchschnittspreis bildet und den sollte man sich ausrechnen. Nicht, dass es dann, falls man ausgestoppt wird, zu einem, naja, Malheur im Konto kommt und man sich wundert, hä, warum habe ich denn auf einmal total den Verlust gemacht? Weil am Ende ist der Durchschnittspreis manchmal viel höher, als man denkt und man geht in den Verlust. Allerdings, das ist eine andere Sache. Die Methode Handel am P2 ist hauptsächlich, wie eben schon gesagt, um einen neu entstehenden Trend zu handeln oder man kann auch den Ausbruchshandel damit bedienen. Allerdings ist die Haltedauer im Ausbruch nur über einen sehr kurzen Zeitraum, da man den Schub über den letzten Punkt 2 hier ausnutzt und dann quasi hier schon wieder eine Zeitperiode später wahrscheinlich wieder aus dem Markt aussteigt. So, jetzt haben wir uns einmal den Entry am P2 Long angeschaut. Vice versa ist es natürlich auch auf der Short-Seite möglich. Und dann sieht das ganze Spiel so aus. Der Trader sieht im Markt einen möglichen neuen Abwärtstrend, legt seine Verkaufsorte unter den letzten Punkt 2 und wird dann hier eingestoppt in den Markt, wird ausgeführt, legt seine Stops hier oben über die richtigen Punkte. Darauf werden wir dann in dem
nächsten Webinar eingehen, welche Stopptechniken für welche Entries sinnvoll sind und welche Spielchen man da betreiben kann, um noch besser zu werden. Aber erstmal grundlegend, Entry an Punkt 2 kommt der Stop über den letzten Punkt 3. Ja, und man bleibt so lange im Markt, wie dieser Abwärtstrend quasi am Laufen ist. Jetzt schauen wir uns das kurz einmal im Live-Markt an. Wir haben das Glück, es ist heute Donnerstagabend, das heißt, im Forex-Markt ist definitiv auch noch Bewegung. Und dann schauen wir das gleich mal in Agena Trader an. Sie sehen jetzt den Euro-US-Dollar auf dem Stundenchart. Und wie wir eben gesagt haben, müssen wir ja erst einmal bestimmen, wo wir uns im Markt befinden anhand des Trendmodells. Und zwar zoomen wir einmal kurz raus. Dafür müssen wir, glaube ich, mal... Ah, hier sind noch die falschen Einstellungen drin. Das müssen wir kurz ändern. Wir nutzen bei Trading Stars immer den Wochenchart, den Tageschart und die Stundenebene, um eine Einstiegsmöglichkeit zu suchen. Wir sehen, dass wir hier im Tageschart einen schönen großen Abwärtstrend haben. Das ist für uns, ich mache es mal in den Farben, wie wir das eben schematisch dargestellt haben, auch wenn man das gerade etwas schlecht sehen dürfte. Wir haben unseren ganz großen absoluten Trend, der ist short. Das sieht man wunderschön. Dann in der Stunde unsere Großwetterlage quasi. Die haben wir auch im Short-Modus. Das heißt, unsere zwei Trendebenen laufen trendkonform. Also sie machen beide das Gleiche. Das heißt, es ist definitiv schon mal gut. So, da zeichnen wir die Großwetterlage ein. Und jetzt können wir schon sagen, der Tageschart war ja short, also können wir quasi in unserer Großwetterlage auch short gehen. Theoretisch könnte man quasi hier bei dem Durchbruch durch den Punkt 2, der entstanden ist, hier war ein möglicher Punkt 2, der wurde durchhandelt, das heißt, wir wären hier short gegangen. Das wäre im Hinblick auf das übergeordnete Bild, was gelb abwärts war, noch kein bestätigter Trend. Allerdings muss man dann einfach das Positionsrisiko ein bisschen runterfahren und dann kann man das schon mal eingehen. Das ist, wie gesagt, alles eine Frage des Money Managements. Ja, und dann Entry am Punkt 2. Der Markt geht hier durch. Das sieht man ja, das ist bilderbuchmäßig gelaufen. Heute ist es noch nicht so hier. Jetzt. Wir handeln durch den Punkt 2. Unser Stop kommt über den letzten Punkt 3. Der Markt kommt hier schön runter, korrigiert, gibt uns einen neuen Punkt 3 für den Stop und läuft hier wunderschön runter. Und an jedem Punkt 2, der hier entstanden ist, hätte man die Position ausbauen können. Ja, und aktuell befindet sich der Euro-US-Dollar in einer Korrektur und könnte hier nächste Woche wieder nach unten weiterlaufen, um die übergeordnete Trendrichtung fortzusetzen. Das wäre jetzt quasi der Entry am Punkt 2 in der Short-Richtung. So, jetzt gucken wir uns mal das Ganze in einem Long-Beispiel an, und zwar im britischen Pfund gegen kanadischen Dollar. Da switchen wir mal kurz rein. Da haben wir hinten den letzten Arm, der eindeutig aufwärts gerichtet ist.
Jetzt gucken wir mal, ob wir das gesamte Bild hineinbekommen. Leider nicht. Dann switchen wir hier wieder in unser übergeordnetes Bild hinein. Da sehen wir, dass der Markt stark long tendiert. Wir haben unseren absoluten großen Trend, gelb, ganz wichtig. Der sagt uns, in welchem Abschnitt sich unsere Großwetterlage befindet, ob es eine Bewegung ist oder ob es eine Korrektur ist. Das ist in dem Sinne wichtig, wenn es eine Korrektur ist, dürfen wir nicht ganz so viel Risiko fahren, weil die Gewinnerwartungen niedriger sind. Wenn wir uns in einer Bewegungsphase befinden, in der absolut großen Trendebene, dann können wir ordentlich mit Material reingehen. Und wir sehen, der absolute Trend bildet hier eine neue Bewegung nach oben. Das heißt, wir können mit vollem Risiko reingehen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart an. Oder vielleicht einmal im 4-Stunden-Chart, damit wir mehr Kurshistorie reinbekommen. Und da ist quasi gerade eine 1-zu-3-Formation am Laufen. Manchmal muss man auch Glück haben. Also unsere Großwetterlage bildet indirekt gerade ein Entry am P2 aus, in der Trendgröße. Das ist hier. Es gab eine Aufwärtsbewegung, dann gab es die Korrektur. Und jetzt läuft der Markt hier rechts nach oben und läuft gerade durch den neu gebildeten Punkt 2 und hinterlässt natürlich einen neuen Punkt 3, welchen wir als Stop-Level immer verwenden würden. Oder, wer es konservativer mag, immer hier noch eins tiefer. Jetzt hatten wir natürlich noch die grüne Ebene eingezeichnet, unsere Signalebene. Die sehen wir hier im Stundenchart wunderschön trendig nach oben laufen, ist gerade hier oben an seinem großen P2 vom blauen Trend angekommen, hapert ein bisschen, allerdings in dieser Signalebene sehen wir dieses Spiel auch wieder. Wir hatten die Bewegung, so grün, wie wir es eben dargestellt hatten, dann kam es hier zur Bildung eines Punkt 2, der Markt korrigiert, es gibt noch keinen Trend. Dann kam es hier an der Stelle zur Trendbestätigung. Man kann quasi hier einsteigen, long. Dann kommt es zu einer Korrektur, neue Bewegung, Korrektur. Über diesen Punkten 2 überall könnte man neue Positionen aufbauen, wenn man möchte, und wäre aktuell hier noch im Markt, auch wenn es hier an der Stelle ein bisschen knapp geworden wäre. Allerdings, man sieht, worauf ich hinaus will. Immer am letzten Hochpunkt kann man eine Kauforder eingehen oder im Abwärtstrend am letzten Tiefpunkt eine Verkaufsorder, wenn es in das gesamte Bild passt. Das ist immer ganz wichtig zu betonen. Es muss in das gesamte absolute Trendmodell hineinpassen. So, jetzt schmeißen wir gerade mal alles aus dem Chart raus. Ne? Man sollte auch auf Ja drücken und nicht auf Nein. Okay, dann kommen wir zu quasi einer Advanced-Geschichte des P2-Entries. Manch einer kennt es vielleicht schon, und zwar ist es das 5-Sterne-Setup in der Markttechnik. Das bedeutet, dass zwei ineinander verschachtelte Trends naheliegende Punkte 2 ausbilden, was unter anderem bedeutet, wenn wir über diesen Punkten einsteigen, kann es zu einer starken Bewegung dabei kommen. Also es entsteht viel Kaufdruck in der Long-Version, also Momentum, der Preis
stößt durch diese Zweierpunkte durch. Das ist dem geschuldet, weil, ich zeichne das gerade mal ein in dem 5-Sterne-Setup hier, wenn der Markt hier in die ganz normale Korrektur des laufenden Aufwärtstrends, denkt jeder, ah, das stimmt, das ist okay. Und jetzt fängt der Markt an, long zu laufen. Jeder denkt, ah, es entsteht die neue Bewegung und auf einmal macht der Markt aber etwas anderes. Und zwar, er läuft wieder in Richtung Süden. Das bedeutet, einige Händler werden sich hier short positionieren, haben allerdings ihre Stops hier über den Punkt 2 oder diesen Punkt 2 dann. Und wenn wir kommen und das sehen und unsere Kauforders auch über diese letzten Punkte 2 setzen, dann werden wir gefüllt, die anderen werden ausgestoppt und deswegen kommt es zu dieser starken Bewegung nach oben, die wir quasi ausnutzen wollen. Dieses ganze Gebilde ist einmal, wenn quasi ein kleinerer Trend in einer größeren Trendstruktur seinen Punkt 2 kurz vor dem großen Punkt 2 ausbildet. Allerdings, wenn, ich habe das hier beschrieben, eine spezielle Form der Korrektur ist, wenn die Korrektur und der neue Trend da drinnen die gleiche Größe haben, dann ist das ein korrektives Gebilde der gleichen Trendgröße, also ist das kein kleinerer Trend, den man da innen sieht, sondern das gehört einfach alles zusammen. Der Markt macht einfach eine langgezogene Korrektur und unser letzter Punkt 3, der hier rot eingezeichnet ist, gehört zu der schwarzen Ebene und man müsste das dann so einzeichnen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir schauen uns das mal am besten im Live-Chart an, damit Sie das besser verstehen, worauf ich hinaus möchte. So, und einen schönen Kandidaten haben wir da heute, und zwar australisch Dollar gegen Kanal durch den Dollar im 4-Stunden-Chart. Rein jetzt mal aus der Theorie heraus. Sie sehen, wir haben hier rechts sehr starke dynamische Bewegung. Und jetzt kommen wir zum 5-Sterne-Setup. Wir haben hier einen Trend ausgebildet. Bitte jetzt nicht irritieren, ich meine keinen absoluten großen Trend, das ist einfach nur, um den Trend einzuzeichnen. Dann kommt der Markt in eine Korrektur, versucht nach oben zu laufen wieder, schafft es allerdings hier oben drüber, keine neuen Hochs zu machen und dann gibt es wieder einen Rücksetzer. Allerdings gibt es auch keine neuen Tiefs. Also wir bewegen uns in der Hochtiefspanne der Korrektur aktuell. Und dann gibt es einen Wechsel im Gefüge des Orderbuchs oder was auch immer und der Markt stößt hier oben durch. Und die ganzen Orders, was ich eben erklärt habe, die hier über den letzten Zweierpunkten stehen, werden ausgelöst und der Markt geht nach oben. Das ist ein klassische 5-Sterne-Setup in der Markttechnik. Preis treibt und treibt und treibt und schießt nach oben. Ja, so viel dazu. Das ist natürlich alles auch in der Short-Richtung möglich. Da sieht das Spielchen einfach andersrum aus. Wir haben einen identifizierten Abwärtstrend. Es kommt zu der entweder speziellen Korrekturform mit einer Bewegung in die Trendrichtung, die es nicht unter das Tief schafft. Dann gibt es eine Gegenbewegung und dann stößt der Markt durch ein, zwei Zweierpunkte, die entstanden sind, hindurch und es kommt einfach eine starke Dynamik auf und das wollen wir ja. Schnell in den Profit laufen, erste Teilposition schließen und dann den Rest einfach gemütlich laufen lassen und so weiter und so fort. Damit können wir einfach gut Geld verdienen.
Ja, es lohnt sich quasi immer darauf zu warten, ein 5-Sterne-Setup zu bekommen. Dies kriegt man in jeder Zeiteinheit, in jeder Trendebene. Es ist fast unmöglich, dass es das nicht gibt. Man muss es halt suchen. Man darf nicht anfangen zu interpretieren im Chart und sagen, das könnte vielleicht oder nein. Man muss es nur suchen in den ganzen Märkten, die man zur Verfügung hat, und dann wird man es finden. Ich habe heute leider bei meiner Durchsicht der Währungspaare kein schönes Beispiel für das 5-Sterne-Short-Setup gefunden, da die Kurse immer leicht unter ihre letzten Tiefpunkte getickt sind und somit ist ja das 5-Sterne-Setup hinfällig, da der Trend sich ja schon fortgesetzt hat. Wäre quasi hier in der Long-Version, wäre der Kurs hier ganz knapp drüber getickt und dann erst zurückgekommen, dann wäre es auch kein 5-Sterne-Setup mehr. Das ist ganz wichtig. Also sobald ein, zwei Tick da drüber sind, ist es hinfällig und es ist eine ganz normale Trendfortsetzung. So. Ich hoffe, das ist soweit angekommen. Ich sehe vorerst keine Fragen im Chat. Das ist schon mal ganz gut. Natürlich gibt es in der Markttechnik nicht nur den sogenannten langweiligen Entry am Punkt 2, sondern wir haben auch einen kerzenbasierten Entry. Und zwar sind das die sogenannten Umkehrstäbe. Die Umkehrstäbe gibt es als Long-Version und auch als Short-Version. Wichtig ist, wir gehen jetzt erstmal kurz auf die Theorie ein und dann schauen wir uns das Ganze im Chart an und machen uns noch ein paar tiefgründigere Gedanken zum Umkehrstab. Ja, aktuell haben wir quasi den Long-Umkehrstab vor uns. Ich hole mal den Stift rein. Der Long-Umkehrstab, der hier an der Kerze 2 zu sehen ist, muss nach einer Abwärtsbewegung entstehen. Das heißt, er bildet ein tieferes Tief als seine Vorkerze und er muss einen positiven Close-Kurs haben. Also er eröffnet hier und der Close-Kurs muss höher sein. Also wir brauchen eine grüne Kerze im Chart und somit wäre der Long-Umkehrstab im Endeffekt definiert. Wir benötigen einen langen Docht und eine, sorry, der Docht ist hier oben, also kurzer Docht, lange Lunte nach unten. Manch einer kennt es in der Kerzensprache auch als Pinbar oder Reversal-Kerze. Der Markttechniker sagt dazu einfach Umkehrstab. Im Groben und Ganzen passiert an der Kerze das Gleiche. Es findet ein Reversal statt. Der Markt kommt einfach nicht tiefer unter ein gewisses Level und will wieder nach oben. Wie geht man jetzt mit einem Umkehrstab um? Wenn wir aggressiv sind, sehen wir die eingezeichnete Methode. Ein, zwei Tick oberhalb des Umkehrstabs wird eine Kauforder in den Markt gelegt und die nächste Kerze muss dann quasi diesen Umkehrstab aktivieren und unser erster Stop liegt natürlich unter dem Tief. Wenn wir die ganze Sache etwas konservativer angehen, dann warten wir quasi den Schritt oder besser gesagt, den zweiten Schritt warten wir ab, wo eigentlich unsere Position schon aktiviert wurde. Und wenn es zu einem Close oberhalb des Hochs des Umkehrstabes kommt, dann kommt es zu einer Bestätigung des Umkehrstabs und wir gehen direkt Market in den Markt hinein. Also wir warten nicht auf eine erneute Bestätigung quasi über dem Hoch hier, wo wir unsere Kauforder legen würden, sondern wir gehen Market in den
Markt hinein. Das wäre dann hier an der Stelle bei Eröffnung der nächsten Kerze und legen unsere Stops auch wieder hier unten hin. Zielsetzung ist, bei dem Umkehrstab in eine neue, schöne Bewegung hineinzukommen, aus der Korrektur heraus. Das habe ich hier auch beschrieben, wird hauptsächlich im Bewegungshandel genutzt. Wie man im Bewegungshandel die Stops versetzt, werden wir im nächsten Webinar kurz vor Weihnachten behandeln. So, dann schauen wir uns kurz die Short-Version an, bevor wir dann in den Chart wechseln und uns die Umkehrstäbe im Chart mal genauer anschauen. Bei dem Short-Umkehrstab ist es im Endeffekt so, wir brauchen erstmal eine Aufwärtsbewegung. Der Umkehrstab muss neue Hochs ausbilden, bildet eine große Lunte, die ein gewisses Level angetestet hat. Der Markt kam über dieses Level nicht hinaus, fiel nach unten und es muss zu einem negativen Schlusskurs kommen. Das heißt, die Kerze muss rot sein, standardmäßig. Es darf keine grüne Kerze sein, auch wenn die grobe Optik genauso ist. Wir müssen auf eine rote Kerze mit einem negativen Schlusskurs warten. Dann, das Schema ist ungefähr das gleiche. Wir setzen unsere Sell Order unter die Zweierkerze und warten darauf, dass die nächste Kerze im Idealfall unsere Sell Order ausführt und der Markt Richtung Süden läuft. Unser erster Stop ist wieder hier oben. Wer es etwas konservativer möchte, der geht wie im ersten Beispiel ran, der wartet quasi auf diese dritte Kerze hier im Bunde, die den Umkehrstab bestätigt. Wichtig ist auch hier wieder, wir brauchen den tieferen Close-Kurs unter diesem Tief der Zweierkerze. Ich nehme mal kurz die Zeichnung raus. Also wir warten auf die Bestätigung des Umkehrstabs mit einem tieferen Kurs als das Tief hier, dann ist der Umkehrstab bestätigt. Wir gehen Market bei Eröffnung der nächsten Kerze in den Markt. Unser Stop sitzt wieder hier oben und natürlich wollen wir hier auch die Bewegung nach unten mithandeln. So, soweit erstmal zur Theorie, wie ein Umkehrstab in der Markttechnik aussieht. Wichtig ist, es ist die taktische Überlegung zum Umkehrstab. Wir können nicht einfach jeden Umkehrstab handeln, den wir sehen, sondern wir müssen abwarten, bis der Markt uns eine gewisses Szenario vorgibt. Erstmal brauchen wir einen bestätigten Abwärtstrend. Der sieht so aus. Jetzt würde man einen Umkehrstab long oder short hier drinne handeln. Ist das nicht sinnvoll, da dieser Markt schon weit in der Bewegung ist und ein Short-Umkehrstab wäre ja noch sinnvoll, long, naja, wir sind in einem Abwärtsmarkt, wir wollen keinen Long-Umkehrstab an der Stelle handeln. Also müssen wir auf eine Korrektur warten. Wenn also quasi der Markt short tendiert, versuchen wir in der Korrektur unsere Umkehrstäbe hier oben zu suchen und dann einzusteigen und hier unten mitzuhandeln. Okay. Ja. Also ganz wichtig ist, Umkehrstäbe immer nur aus der Korrektur handeln. Und wichtig ist, wir wollen einen Umkehrstab immer nur in der Signalebene handeln. Niemals in der Großwetterlage.
Also quasi niemals in unserem mittleren, absoluten Trend. Das ist ganz essentiell. Wir warten darauf, dass die Großwetterlage jetzt hier vielleicht in dem Beispiel einfach mal gelb ist. Ich nehme das mal kurz raus und zeichne es wieder neu ein. Unsere Großwetterlage wird bestätigt. Wir haben Großwetterlage abwärts gerichtet. Wir kommen in die Korrektur. Und jetzt muss ich in der Signalebene wiederum einen Abwärtstrend bilden. Dieser geht in die Korrektur und dann suchen wir in der Signalebene unseren Short-Umkehrstab und handeln hier runter. Ganz wichtig, immer in der Signalebene, nicht in der Großwetterlage. Vice versa geht das ganze Spiel natürlich auch andersherum. Großwetterlage aufwärts gerichtet, geht in die Korrektur, bildet in der Signalebene einen Aufwärtstrend und wir bilden unseren Long-Umkehrstab. Ganz wichtig, positiver Schlusskurs, damit wir eine grüne Kerze haben und dann oberhalb, zack, 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 wollen wir long mitgehen. So viel erstmal zur Position eines Umkehrstabes, die er im Markt haben muss. Was auch ganz wichtig ist, ein Umkehrstab ist in einer anderen oder besser gesagt in einer kleineren Zeiteinheit ein Reversal-Pattern, was aus zwei Kerzen besteht. Das heißt so viel, man muss für einen Umkehrstab, der jetzt die Form hat wie ein Pinbar, haben wir quasi hier das Open, da das Close. Wenn wir diesen im 4-Stunden-Chart sehen, dann sehen wir diesen in einem 2-Stunden-Chart natürlich aus zwei Kerzen bestehend. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Dann ist das Open hier. Da kann das so aussehen und dann zieht der Markt hier hoch. Und so sieht im Endeffekt dann das Reversal-Pattern aus. Die eine Kerze ist rot, die andere ist grün und in der höheren Zeiteinheit ergibt das einen Umkehrstab. Aber ich glaube, wir gucken uns das jetzt einfach alles mal im Chart an, weil meine zeichnerischen Künste hier nicht so der Burner sind und alles einfach nur grün ist. Ganz wichtig ist noch der letzte Punkt unten. Und zwar, ein Umkehrstab ist in einer tieferen Trendebene eine 1-2-3-Formation, also im Endeffekt unsere erste Entry-Möglichkeit in den Markt, Einstieg am Punkt 2, nur in einer tieferen Ebene. So, dann gehen wir einfach mal in den Live-Chart rein. Dazu wechsle ich mein Tool hier gerade. Und müssen natürlich alles rausschmeißen. Ansonsten sieht das relativ lustig aus. Und hier haben wir, fangen wir einfach mal an, Short-Umkehrstab. Hier an der Stelle haben wir einen wunderschönen UKS, also Umkehrstab Short. Wir haben das klassische Merkmal großer Docht, der links und rechts definitiv Freiraum hat, also keine anderen Kerzen in der Umgebung. Dann der Markt schließt negativ, hat eine kleine Lunte und nach der Logik des Umkehrstabs könnte man hier sein Entry setzen und hier die Bewegung nach unten handeln. In dem Fall ist sie leider nicht weit gelaufen, sondern es kam zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Allerdings ist das dem geschuldet, dass hier eine 5-Sterne Setup vorlag. Das ist wiederum, wie eben schon mal erwähnt, die Position des Umkehrstabs ist essentiell, damit der Umkehrstab erfolgreich ist. So, dann schauen wir uns mal um, ob wir noch
einen Long-Umkehrstab finden. Da haben wir welche. So. Da haben wir zwei Kandidaten relativ nah beieinander. Ich hole mir mal meinen Stift rein. Einmal der und einmal die Kerze. Das sind zwei Umkehrstäbe, welche auch an der Folgekerze sofort aktiviert wurden mit dynamischen Kerzen. Allerdings kam es zu keiner Folgebewegung, aber das gehört einfach dazu. So. Hier über den Hochs wären die Einstiege gewesen. Hätten wir konservativ gehandelt und hätten hier die Bestätigungen abgewartet, wären wir quasi einmal bei der roten Kerze hier eingestiegen und im anderen Fall hier auch bei der Folgekerze und wären tendenziell jedes Mal im Minus gelandet. Gehört dazu, wie gesagt, die Position ist sehr entscheidend für den Umkehrstab. Schauen wir kurz mal in das Gesamtbild. Vielleicht finden wir einen Umkehrstab an der richtigen Position. Das ist, wenn wir jetzt, hier haben wir einen Short Trend. Wenn wir diesen Short Trend als unsere Signallage einstufen, dann sehen wir hier, jetzt brauche ich den anderen Stift, dann sehen wir hier zwei Kerzen. Und zwar eine grüne an der Position und eine rote. Ich nehme das nochmal kurz raus und zoome nochmal näher ran, damit man das besser sieht. Wir wissen, unsere eventuelle Signallage, die wir gerade definiert haben, ist short und ist in der Korrektur. Dann kommt es hier zu einer grünen Kerze und zu einer impulsiven roten Kerze nach unten. Im ersten Moment sieht das natürlich nicht nach einem Umkehrstab aus. Allerdings haben wir vorhin erwähnt, dass ein Umkehrstab in einer höheren Zeiteinheit in einer kleineren Zeiteinheit aus zwei Kerzen besteht und eine Reversal Pattern darstellen. Und so etwas haben wir gerade vor uns. Wenn wir das gerade zeichnen, dann ist das ein etwas extremer Umkehrstab. Und zwar haben wir hier die Eröffnung, den Schlusskurs. Also wir haben einen sehr großen Body. Dann haben wir den Docht und die Lunde. Unser Entry wäre hier, der Stop da oben und wir wären hier erstmal ein bisschen schön in den Gewinn gelaufen. So, jetzt gucke ich mal durch die Fragen kurz. Hier sind ein paar Fragen aufgetaucht. Das ist mal etwas kompliziert, da das Fragenfenster sehr klein ist. Ich gehe erstmal auf Josef seine Frage ein. Wie tief muss der Rücklauf der Korrektur sein, dass es ein offizieller Punkt 3 ist? Das ist eine sehr gute Frage, das nehmen wir gleich mal mit rein. Und zwar schauen wir uns das gleich mal an diesem Beispiel an. Einfach mal live im Markt. Wir haben hier die Bewegung gehabt, Josef, und dann kam hier der Rücklauf. Wir hatten ja hier unseren möglichen neuen Punkt 3 in der Trendebene gehabt. Allerdings kann man jetzt auch hin und her überlegen, so wie du wahrscheinlich, und man ist sich nicht ganz im
klaren Ort dieser Punkt 3 schon. Und es ist einfach der Punkt, diese Bewegung hier unten muss einfach durch eine Gegenbewegung abgelöst werden. Und in dem Fall, diese Gegenbewegung, die wir hier sehen, muss dann hier wieder gebrochen werden. Also im Endeffekt, der Korrekturtrend muss beendet oder gebrochen werden. Dann ist dieser Punkt 3 bestätigt. Das ist hier erfolgt. Der Markt ist nach unten gegangen in der tieferen Zeiteinheit trendartig. Somit wurde der korrektive Trend eliminiert und der Punkt 3 wurde definitiv bestätigt. Wie tief die Korrektur dann läuft, das kann man nie genau sagen. Hier in dem Fall gab es dann halt einen impulsiven Move in die andere Richtung und es hat sich ein großer Gegentrend gebildet. Also immer der tiefer liegende Bewegungs- oder Korrekturtrend muss gebrochen sein, erst dann ist in der höheren Struktur ein Punkt identifiziert. So, jetzt schauen wir mal noch eins tiefer. Dann sehe ich, warum gab es bei mir Gaps zwischen den Kerzen. Das kann ich leider gerade so aus dem Stegreif nicht beantworten. Gaps im Forex-Markt sollte es eigentlich theoretisch nur am Freitag, am Montagmorgen, in der Nacht von Sonntag auf Montag geben, wenn quasi der Forex-Markt in die neue Woche startet. Dann sehe ich hier noch ISO Marco. Da hast du definitiv recht, dass die Kerzen in jeder Zeitzone etwas anders aussehen. So. Ich glaube, jetzt bin ich bei den Fragen unten angekommen. Okay. Wie gesagt, es ist immer wichtig, an welcher Position der Umkehrstab steht und ein Umkehrstab ist in der tieferen Zeiteinheit tendenziell auch eine 1-2-3-Formation. Wir gucken mal kurz, ob wir hier beim australischen Dollar gegen Kanada-Dollar unsere möglichen Umkehrstab, den wir hier eingezeichnet hatten, als Reversal Pattern noch in der tieferen Zeiteinheit als 1-2-3-Formation identifizieren können. Ah, da sehen wir, dass der Markt sehr dynamisch nach unten kommt und das mögliche 1-2-3 ist erst viel später entstanden. Also das hier war unsere Formation, hoch, runter. Das war so im Groben und Ganzen das Reversal-Pattern, übergeordnet Umkehrstab und erst hier unten ist dann leider erst das 1-2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glück, dass wenn der Umkehrstab kommt, jetzt mal long ausgerichtet, dass es in einer tieferen Zeiteinheit eine dynamische Bewegung nach unten gab. Nochmal eine Korrektur, wo ungefähr hier eigentlich, wo das Schlusskurs ist. Und wenn man seine Orders hier oben drüber setzt, über den Umkehrstab long, dann wird eine Long-Position ausgelöst und der tiefere Trend bestätigt. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man halt ein paar Gewinne aus dem Markt rausholen kann. So, dann gehen wir noch auf die letzte Entry-Methode ein, und zwar die fachliche Unschärfe ist eine Methode, die definitiv nur für fortgeschrittene Händler geeignet ist.
quasi, naja, man muss, wenn man einmal in den Markt gegangen ist, relativ lange warten, bis eine Position in dem Gewinn gelaufen ist. Allerdings hat man den Vorteil, dass man nur sehr wenig am Rechner sitzen muss, wenn es dazu kommt. Was unter anderem auch wichtig ist bei der fachlichen Unschärfe oder bei dem Handeln nach fachlicher Unschärfe, ist das Verständnis für die einzelnen Trends, also das relative Trendmodell und das absolute Trendmodell, dass man einfach sieht, wo man im Markt ist, weil es bringt einem gar nichts, wenn man mit Unschärfe in einer Korrektur handelt, übergeordnet. Also dieses ganze Prinzip der Unschärfe wollen wir tendenziell immer nur in einem Bewegungsarm des absolut großen Trends machen. Und ganz wichtig ist, dass bei der Unschärfe immer nur in der Großwetterlage gehandelt wird. Das ist der markante Unterschied zu den anderen Entry-Methoden. Wir suchen unsere eigenen Stiegssignale in der Großwetterlage und diesmal nicht in der Signalebene. Das heißt, wenn wir die Grundsituation gegeben haben, zum Beispiel jetzt hier in einem Long-Beispiel, unser absoluter großer Trend ist aufwärts gerichtet, unsere Großwetterlage hat einen Aufwärtstrend bestätigt, das ist ganz wichtig. Wir haben einen bestätigten Aufwärtstrend, dann muss die Bewegung in der tieferen Ebene ja wiederum ein Trend als erstes gebrochen werden. Gehen wir mal davon aus, dass es hier der Fall ist. Der Markt kommt in die Korrektur und wir können dann anhand von Fibonacci oder anderen Möglichkeiten, wo man halt sinnvoll Limit-Buy-Orders gestaffelt in den Markt setzen kann, an Unterstützungen im Markt oder zum Beispiel unter anderem auch ein gebrochener Punkt 2 ist, nachdem er gebrochen wurde, eine Unterstützung, also kann ein Limit auch hier liegen. Und der Markt, der läuft einfach dann in seine Korrektur hinein, löst ein Limit nach dem anderen aus und dann ist ja das Ziel, wiederum die nächste Bewegung mitzunehmen. Bei dieser Methode in den Markt hineinzukommen, liegen unsere Stops definitiv unter dem letzten Punkt 3 der absoluten mittleren Trendebene. Das heißt, man hat eine relativ weite Stop-Entfernung. Und deswegen muss man auch ein ganz gutes Nervengerüst haben, da wir, naja, zwischenzeitlich doch ordentliche Verluste in den Büchern stehen haben, was innerhalb von ein paar Stunden wieder anders sein kann, bevor halt der Markt nach oben geht, im Long-Beispiel. Bei den Stoppregeln wird es definitiv so sein, bevor der Markt nicht durch seinen P2 hier oben durchläuft, müssen die Stops hier unten bleiben, also der Stop bleibt unscharf. Je weiter hier nach oben geht zu seinem neuen möglichen Punkt 2, werden die Stops schärfer. Aber das werden wir im nächsten Webinar definitiv behandeln. So, einmal alles raus. Dann das Short-Beispiel ist definitiv wieder genauso. Unsere Großwetterlage, also der absolute mittlere Trend, muss einen intakten Abwärtstrend haben. Der letzte Bewegungsarm muss in der tieferen Ebene gebrochen worden sein, also der Abwärtstrend zerstört worden sein. Dann kann der Markt in die Korrektur gehen, unsere gelegten Limits hier abholen, je nachdem, wie viel Geld man auf dem Konto hat, kann man mehr oder weniger Positionen reinlegen. Ich würde empfehlen, definitiv mehrere Orders reinzulegen, damit man einfach, wenn der Markt nur flach korrigiert, doch ein bisschen mehr Positionen im Markt hat. Aber da muss man so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Das kriegt man dann
mit der Zeit ungefähr raus, was gut ist. Definitiv die Limits werden abgeholt. Hier oben drüber befinden sich unsere Stops. Und wenn der Markt langsam wieder anfängt, nach unten zu laufen, steigen natürlich unsere Buchgewinne, je nachdem, wie hoch der Durchschnittsgewinn, der Durchschnittseinstiegspreis war. Und wenn wir unter dem Punkt 2 gefallen sind, muss die Stop-Technik schärfer werden und man muss natürlich über Gewinnmitnahmen nachdenken. Dann möchte ich das Ganze gerne nochmal im Live-Chart anschauen. Dann schauen wir mal, ob wir da ein gutes Beispiel für finden. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal in den Euro-US-Dollar als Short-Beispiel, da das das Beste ist, was es aktuell gibt mit einer klaren Tendenz. Wir gehen jetzt in diesem Beispiel davon aus, dass der blau eingezeichnete Trend unsere Großwetterlage ist. Dann sehen wir in den einzelnen Armen unserer Großwetterlage wiederum trendartige Verläufe. Ich zeichne das gerade einmal ein. Die sind ganz gut sichtbar. Dann kam es hier zum Bruch und wir würden quasi dann anfangen, hier unsere Limits reinzulegen. Ich weiß, in dem Beispiel ist die Korrektur gerade nicht sehr tief gelaufen, also ist sofort wieder gedreht, nachdem es zum Bruch des Bewegungstrendes kam. Aber das weiß man vorher nicht. Wir eröffnen einfach stupide dann unsere Limit Orders und entweder sie werden abgeholt oder nicht. Ich sehe gerade von Matthias die Frage, was macht man mit den Orders, die nicht gefüllt werden? Das ist eine berechtigte Frage. Wenn der Markt durch seinen großen Punkt 2 der Großwetterlage durchläuft, müssen diese definitiv gelöscht werden. Das heißt, ihr solltet euch also wenn ihr nicht am Rechner seid, solltet ihr euch an das Level, wo der letzte große Punkt 2 ist, einen Alarm reinlegen, damit ihr einfach ein Signal bekommt, oh, dieser Markt befindet sich gerade an der entscheidenden Marke und spätestens dann solltet ihr die Sell Orders oder die Buy Orders, die nicht gefüllt wurden, rausnehmen. Weil ansonsten ist mir persönlich selber schon passiert, wenn man mal eine vergisst, dann hat man auf einmal eine sinnlose Position im Markt und weiß erstmal gar nicht, wie einem geschieht und ehe man sich versieht, hat man 500 € Miese im Konto. Also ganz wichtig, nicht gefüllte Orders rauslöschen. Ja, definitiv, also wenn man hier unten durchkommt und die Orders hier oben nicht gefüllt wurden, einfach canceln, rausschmeißen. Dann tun sie nicht weh. Das gleiche Spiel läuft hier wieder. Wir haben den Bewegungstrend nach unten. Dieser wird gebrochen. Wir fangen hier an, Orders reinzulegen. Die wurden abgeholt. Und wenn jetzt der Euro-US-Dollar quasi wieder Richtung Süden läuft, hier so, dann werden die obersten Orders gecancelt. Und wir versuchen natürlich so weit wie möglich die neu entstehende Bewegung mitzuhandeln. Wichtig ist, je tiefer man unter dem ganz großen Punkt 2 der Großwetterlage ist, umso schärfer muss die Stop-Technik werden. So, dann werden wir mal das Kunststück hier wieder aus dem Chart löschen und nochmal zur PowerPoint-Präsentation zurückkehren. Ja, im Endeffekt, das waren die drei großen Entry-Möglichkeiten bei der Markttechnik. Wir haben uns die
Ah, ich sehe gerade eine Frage noch. Sorry. Matthias, ich muss dich leider enttäuschen. Also von dem ersten Webinar, da ist was bei der Aufzeichnung schiefgegangen. Das existiert leider nicht. Allerdings, heute gibt es definitiv eine Aufzeichnung. Ich könnte allerdings in unserer, schreib mir mal bitte eine E-Mail, dann kann ich dir einen internen Link weiterschicken. Und zwar, ich schicke dir das gerade im Chat. Ich hoffe, das kann. Ja. Einfach bei. Ich gehe mal auf die letzte Seite der Power-Präsentation. Schreib mir bitte einfach eine E-Mail an tristan@tradingstars.de. Dann sende ich einen Link zu YouTube zu einem Video, was nicht veröffentlicht ist, allerdings bei YouTube ist. Und da gibt es auch eine Erklärung zur Trendthematik. Das ist quasi jetzt die Alternative, dadurch, dass das andere Video nicht existiert. Ansonsten hoffe ich, dass ich soweit erstmal einen Einblick geben konnte in Sachen Entry-Signale in der Markttechnik. Es sind nicht viele. Das ist einfach so, dass wir durch jede Menge Übungen dann das Ganze im Chart erkennen, lernen und so weiter und so fort und dann die Trefferquoten erhöhen können, indem wir ein paar Auswertungen machen und, und. Es ist einfach, schaut euch das Video, wenn wir es später hochgeladen haben, einfach nochmal an und dann könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachvollziehen, es im Markt suchen und ich werde versprechen, je öfters ihr euch das anschaut, umso offensichtlicher wird die ganze Sache. Wichtig ist immer nur, denkt an das absolute Trendmodell, weil das Entry-Signal muss zu der Position oder zu der Lage im absoluten Trendmodell passen. Das ist das A und O. Das ist im Endeffekt indirekt der heilige Gral der Markttechnik, das absolute Trendmodell. So viel dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Das kann man ja so lesen. Sehe soweit keine Fragen weiter. Wer noch Fragen hat oder irgendetwas wissen will, bitte an tristan@tradingstars.de. Die E-Mail schlägt dann direkt bei mir auf und ich werde dann die ganze Sache zeitnah beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstagabend. Wer zur WOT fährt an den Stand von FX Flat, viel Spaß. Ich halte hier die Stellung in München im Büro für Trading Stars. Allerdings, meine Kollegen sind auch vor Ort. Vielleicht trefft ihr sie ja. Also dann, schönen Abend noch. Ciao.